Hallo und willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich ein neues Gesicht in Roblox. Guck mal, ihr seht sie gerade. Sieht das nicht schön aus? Schreibt super gerne mal rein in die Kommentare, ob euch das Gesicht gefällt oder nicht. Ich habe es nämlich mal gekauft. Mir gefällt sie persönlich wirklich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Heute habe ich wieder super coole Secrets rausgesucht. Wir haben wieder auch Secrets, die ich selbst herausgefunden habe. Das heißt, die ich auch nirgends irgendwie jemals gesehen habe. Die es vielleicht auch gar wirklich niemals gegeben hat und die noch nie jemand gesehen hat. Und die ich euch rausgesucht habe. Ich hoffe, sie gefallen euch auf jeden Fall. Wir haben aber auch ein, zwei dabei, die von TikTok sind, die wir heute gemeinsam testen werden. Wo ich sehr gespannt bin, ob die funktionieren. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch super viel Spaß beim Video. Schaut gerne in meiner Roblox-Gruppe Lissa die Community vorbei. Weil bald sollte auch endlich das Update fertig sein für Tower of Dream. Ich werde auf jeden Fall dann euch da nochmal ein Update dazu geben, wenn das dann wenn es dann soweit ist, dass wir es mal zusammen testen können in den Livestream. Und genau, wie gesagt, lasst super gerne ein Abo und ein Like da. Ist nur ein Klick, würde mir aber super weiterhelfen und mich freuen. Los geht's! Erstes Secret ist auch wieder super cool. Das zeige ich euch auf jeden Fall jetzt. Ich bin auch extra klein. Ihr müsst gar nicht klein sein. Bleibt einfach lieber normal. Ihr seht ja jetzt gleich, um was geht, aber es ist so niedlich, das ist wirklich niedlich. Guckt doch mal, wie süß. Wir müssen hier rein jetzt und müssen dann nach oben gehen. Wir brauchen auch zwei Sachen, und zwar brauchen wir ein Bett. Wir suchen es schon mal raus. Und eine Leiter. Und dieses kleine Secret habe ich so durch Zufall gefunden von mir selbst, das heißt, habe ich nicht irgendwo her oder so. Wir müssen jetzt nämlich an die Wand hier, müssen das Bett hier rein, machen das so gegen. Okay, das war voll kaputt. Hallo? Wäre auch schön, wenn es geht. Hallo. Warum ist das falsch herum? Hä? Leute. Warum ist das Bett so? Hä? Ah, jetzt. Okay, komischerweise, die hier funktioniert. Macht einfach so lange, bis das Bett hier reingeht. Und dann geht ihr aufs Bett drauf. Seid jetzt nämlich in so einem geheimen Schacht und braucht jetzt eure Leiter. Und versucht die mal unter euch zu platzieren. Dass, wenn ihr nämlich runterfallt, auf die Leiter kommen könnt. Oh, nein! Ihr habt es gerade gesehen, es funktioniert auf jeden Fall, aber ich habe es verkackt. Ich zeige es euch nochmal, wir machen es nochmal zusammen, keine Angst. Gehen das so ein bisschen runter hier und platzieren jetzt hier die Leiter. Das ist... Ah, na doch, komm, sollte funktionieren. Ja, und ihr seht's. Jetzt sind wir einfach in einem geheimen Schacht, wie ihr seht. Wir können jetzt noch versuchen, uns hier so lang zu schlängeln. Ich hoffe, das klappt. Oh mein Gott, wir hatten so Glück. Mein Handy vibriert. Böses Handy. Okay. Oha, guck mal, wo wir sind. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt einfach hier hinten auch da drinne. Komm, das ist schon cool, oder? Ist, glaube ich, für so ein, wenn man so Verstecken oder so spielt, auf jeden Fall sehr praktisch. Und ja, das war das erste Secret. Kommen wir auch zum zweiten. Viel Spaß weiterhin. Das zweite Secret ist diesmal nämlich von TikTok. Das ist von dem YouTuber oder auch TikToker CleanSpeam, heißt der, glaube ich. Ich hoffe, der ist jetzt nicht falsch ausgesprochen, falls es falsch ausgesprochen ist. Es tut mir leid, aber es ist echt nicht absichtlich gewesen. Er hat nämlich ein cooles Secret gezeigt auf TikTok, wo ich hoffe, dass das funktioniert, was wir jetzt gemeinsam nachmachen werden. Und ja, ich gucke es mir jetzt nochmal kurz an, dass ich dann nochmal sehe alles, wie es geht. Okay, also als erstes brauchen wir wohl das Weihnachtshaus, das nehmen wir uns natürlich mal. Gehen also zu einem Haus, supi, und suchen das Weihnachtshaus. Hä? Ist das das hier? Ist es das? Sieht das wirklich so aus jetzt? Oha, das ist wirklich okay. Hallo, oben. Oh mein Gott. Ich wusste, dass es geöffnet ist. So. Guck mal. Oh, Tür auf. So. Oh. Ist schon ein schönes Haus. Also, wir müssen jetzt hier rein und müssen dann nach oben gehen. Müssen unter dem Bett wohl hier, warte, wo ist das? Da. Müssen dann diesen geheimen Knopf drücken. Den kennen ja schon die meisten von euch. So, hab ihn gedrückt.
und dann müssen wir zur Kirche. Es werden sich bestimmt wieder viele schreiben in die Kommentare. Liz, wie sprichst du denn Kirche aus? Du kannst das ja gar nicht. Leute, ich gebe euch recht, ich erkenne keinen Unterschied zwischen Kirche und Kirche. Also zwischen dem Essen und dem Gebäude. Ich kapiere es nicht, es tut mir leid. Aber, ey, ich habe auch andere Stärken als das. Ich kann das hier. Oha, ich bin drüber gesprungen. Ey, ja, keine Ahnung, I don't know. Ich kann es halt nicht aussprechen. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht gehe ich irgendwie mal, weiß ich nicht, mache ich vielleicht irgendwie so eine Stunde in der Schule, wo es dann nur noch darum geht, wie man das ausspricht. So, da sind wir. Und jetzt müssen wir nämlich hier rein und müssen hier dran ziehen einmal. Dann gehen nämlich die Glocken an. Und jetzt müssen wir wohl, okay, jetzt geht der Cleanspeam da unter diesem großen Ding. Wo ist das? Das da hinten. Ah, nee, bei dem Stall. Ich glaube, der ist hier. Genau, da müssen wir hier runtergehen. Und da geht er nämlich in so einen Geheimgang. Beziehungsweise so ein Geheimding. Okay, das ist unter dieser Autobahn hier. Ah, und wenn wir jetzt hier runter gucken, ist hier wohl... Oha, hier ist wirklich, das stimmt. Leute, guck mal. Oh mein Gott. Leute. Okay, krass. Also ich weiß leider nicht, ob das noch weitergeht, aber wir haben jetzt wirklich dieses Ding hier. Das kann man auch nehmen. Das ist krass, das wusste ich selbst noch nicht. Cool. Dann hat er also nicht gelogen, weil ihr wisst, TikTok-Videos und Secrets sind manchmal echt schwierig. Da sind schon mal öfter so Fake-Dinger drin. Aber cool, dass es geklappt hat. Gehen wir zum nächsten. Das nächste ist auch ein kleines lustiges Secret. Das ist aber nicht von mir selbst. Und zwar müssen wir erstmal Wolf eingeben in den Chat. Das kennen wahrscheinlich schon viele von euch. Wolf. So, jetzt machen wir nämlich das hier. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Und zwar müssen wir jetzt nämlich zu dem Arcade-Automaten. Den müssen wir jetzt mal kurz suchen. Da waren wir gerade erst. Da vorne ist er. Und wenn wir jetzt dort so einen Spielautomaten benutzen, da soll wohl was richtig, das soll so lustig wohl aussehen. Das testen wir auf jeden Fall mal. So, und jetzt müssen wir mal... Ach nein, ich habe mit der Animation aufgehört. Ups. Müssen wir nochmal machen. So. Okay, und jetzt gehen wir mal hier drauf. Ach. Es sieht sehr schön aus. Also, oha. Okay. Cool. Funktioniert. Hier auch. Und wenn man es hier auch macht, sieht das noch geiler aus. Und sagt, guck mal die Beine an. Einfach Balletttänzerin geworden. Oh mein Gott, Leute, guck mal. Ey, das Gesicht ist so cute. Seid mal ehrlich, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Gesicht findet. Ich finde das Gesicht, also das Face, wirklich super niedlich. Die Beine sind schwierig. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Keine Ahnung. Sieht nicht ganz normal aus, aber ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir kommen zum vierten Secret vom heutigen Video. Viel Spaß. Das nächste Secret, also das, was jetzt kommt, das ist von mir. Ich zeige es euch auf jeden Fall euch jetzt. Dafür brauchen wir wieder ein Haus. Das heißt, wir machen uns kurz ein neues Haus. Geht einfach zu Elf hier. Und jetzt sind es nämlich ein paar wichtige Sachen. Und zwar geht es nämlich darum, dass wir mit einem Auto in ein Haus reinfahren können. Das ist super lustig. Wir müssen aber ein paar Sachen vorbereiten. Und zwar nehmt euch ein Auto, setzt euch da rein und stellt am besten die Geschwindigkeit, falls ihr also diesen Maximal-Speed hast, stellt es am besten noch 200. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, braucht man nicht unbedingt. Und dann stellt euch etwa so hin, ja, dass ihr so ein bisschen Abstand auf jeden Fall davon habt. Und jetzt geht ihr hier drauf, sind wir schon, und machen jetzt ein Haus und müssen dabei super schnell reinfahren, okay? Das machen wir kurz. Machen wir es einfach mit dem Haus hier. So, und jetzt lädt das und jetzt fahren wir hier rein. Gut, das ist mit dem Haus leider ein bisschen schwierig. Aber, oh, ich bin in die Garage gefahren. Ja gut, mit dem Haus ist das so ein bisschen dumm. Ich zeige es euch noch, aber wartet. Wir machen es mal mit dem anderen Haus. Dann machen wir mit dem hier. Nein, ich bin zu schnell hier langsam geladen. Oder? Oh, doch, ich habe es geschafft. Und ihr seht jetzt, ich bin mit einem Auto hier drin. Es ist auf jeden Fall sehr lustig, muss ich ehrlich sagen. Man kann bestimmt damit echt viel Blödsinn anstellen. Vor allem, das Auto steht jetzt ja einfach hier drauf. Ist das geil oder geil? Also ist auf jeden Fall wirklich sehr funny.
Und jetzt kommen wir zum letzten Secret vom heutigen Video, wo wir wohl ein neues Haus kriegen sollen. Das ist ein Secret vom TikTok und das machen wir auch jetzt. Und zwar sollen wir im letzten Secret uns wieder ein geheimes Item nehmen. Das kennen wir sogar schon und dann sollen wir wohl hier hinten, sollen wir oben drauf und müssen was in den Chat eingeben. Das testen wir mal. Wir holen uns jetzt hier das Haus und holen uns das Haus. Ich habe zweimal Haus gesagt hintereinander. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das war das Haus. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin leider sehr vergesslich, aber ich glaube, das war das richtige Haus. Wir gucken mal. Treppe. Aber nicht das richtige Haus. Oh nein. Aber zum Glück haben die ja gemacht, dass man wieder sehr schnell ein neues Haus ziehen kann. Ich glaube, sonst hätte ich ein echtes Problem gehabt. Das Problem ist, es gibt doch so viele Häuser, die alle genau exakt ähnlich aussehen. Das ist ganz schlimm, oder? Schon irgendwie. Dann testen wir nochmal das oben. So. Vielleicht ist das Richtige. Okay. Also. Wir gehen mal rein. Es ist schon wieder das falsche Haus, im Ernst. Ich glaube, so viel musste ich lange nicht mehr bei einem Video wegschneiden wie heute. warum muss ich denn alle falschen Häuser nehmen die ganze Zeit? Was ist denn los? Vor allem, ich kenne das Secret ja schon, das eine mit dem geheimen Item, was wir brauchen. Ich krieg nicht hin, das richtige Haus zu nehmen. Leute, ich sag mal so, wir sehen uns wieder, wenn ich das richtige Haus habe. Okay, dann bis gleich. Das gibt es nicht. Also, ich habe ein Haus genommen. Und jetzt war das Richtige. Na, das ist super, egal. Wir müssen jetzt nämlich dieses Haus hier nehmen. So sieht das von außen aus. Und dort gehen wir jetzt rein, oben hin. Und drücken jetzt hier drauf. Dann fährt nämlich dieser Fahrstuhl runter. Dort gehen wir drauf. Und hier hinten, genau da liegt nämlich so eine Kralle. Die nehmen wir uns mal mit. Und jetzt müssen wir halt runtergehen wieder. Müssen raus. Und gehen mal da hinten hin, wie das Video gesagt hat. Wir nehmen uns mal die Hoverboards, weil die eigentlich immer ganz gut sind. Da. So, dann fahren wir mal kurz hin. Da, 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 da. Und da sind wir. Okay, wir kommen am besten hoch. Ja, dann laufen wir am besten hoch, oder? So. Okay. Nein! Ich bin jetzt nicht gerade wirklich runtergefallen. Ich glaube manchmal solche Schusselsachen, die passieren auch nur mir. Ich kenne keinen YouTuber, der bei sowas so schlimm ist wie ich. Also echt nicht. Keine YouTuberin ist schlimmer als ich bei sowas. Das ist ganz schlimm. Also, wir müssen uns jetzt hier oben draufstellen, müssen die Kralle in die Hand nehmen und müssen jetzt in den Chat schreiben. Unlocked. Ich muss richtig schreiben. Unlocked. New House. So. Und jetzt sollen wir wohl einmal verlassen. Ich habe falsch geschrieben. Das gibt es nicht. Nochmal. Okay, ich hoffe, das geht trotzdem noch. Wir müssen jetzt mal kurz neu starten und dann sollten wir wohl ein neues geheimes Haus haben. Da ist es ja. So, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Wir müssen uns jetzt wieder ein neues Haus machen und jetzt sollten wir wohl ein neues geheimes Haus haben. Und ja, nett. Schön, funktioniert nicht. Na, vielen Dank. Schade, ich hatte Hoffnung. Hätte wirklich funktionieren können, aber na gut. Leute, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Hab euch alle lieb. Lasst super gerne ein Abo da, würde mich wirklich freuen. Ist nur im Prinzip ein Klick. Aktiviert auch super gerne die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Das wäre auch super nett. Und sonst lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch was auch immer ich mache. Tschüss. Wusch.